Peace-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier bin ich wieder, hier ist euer Jan und heute bin ich auf dem Sportplatz in der Früh, Freunde. Es ist gerade mal 8 Uhr und es ist noch ein bisschen frisch, aber dafür habe ich die Sonne im Rücken. Ich denke, wir haben einen wunderschönen Sonnenaufgang und ich denke, dafür hat sich das frühe Aufstehen auf jeden Fall schon mal gelohnt, um für euch die Fragen aller Fragen zu beantworten. Die Frage, die mir wirklich mit am häufigsten gestellt wird: Welcher Torwarthandschuh kann ich empfehlen? Welcher Torwarthandschuh ist der beste auf dem Markt, Freunde? Ja, die Frage, die mir am meisten gestellt wird, ist zwar nicht unbedingt, wer ist der beste Torwarthandschuh, sondern kannst du mir ein paar Torwarthandschuhe schicken oder schick mir mal dies, schenk mir mal das. Ja, das finde ich wirklich sehr traurig, dass ich so viele Leute um mich herum habe, die dann nur auf ihren Vorteil aus sind, die dann aus meinem Erfolg, den ich habe, auch einen Teil abhaben wollen. Freunde, ich mache doch schon fast jede Woche ein Gewinnspiel, wo ihr einen Torwarthandschuh gewinnen könnt auf meinem Instagram-Profil. Und dann werde ich dennoch so oft angehauen, ja, schenk mir mal dies, schenk mir mal das. Das gefällt mir gar nicht, geht mir auch echt nicht gut ab und werde ich natürlich auch nicht unterstützen. Die Leute, die mir das schreiben, kommen natürlich kein Torwarthandschuh. Aber ihr könnt natürlich fleißig kommentieren und fleißig supporten und ich sehe das auch. Und ich habe auch schon den ein oder anderen, der meine Bilder auf Instagram regelmäßig kommentiert, ein Handschuh oder ein Geschenk von mir zukommen lassen, weil sie einfach treue Supporter sind. Und wenn ihr Bock darauf habt, dann gebt Gas, macht auch ein bisschen Wirbel und dann werdet ihr auch irgendwann bestimmt ein Geschenk bekommen. Aber jetzt kommen wir zu der Fragen aller Fragen und zwar: Welchen Torwarthandschuh kann ich empfehlen? Grundsätzlich muss ich sagen, ich kann so gut wie jedes Top-Modell von den Top-Handschuhherstellern empfehlen, denn die nehmen sich einfach nicht mehr viel. Da gibt es wirklich nur ganz kleine Unterschiede, wo ich jetzt sagen würde, ja, deswegen spiele ich den, deswegen spiele ich den. Dennoch versuche ich da eine gesunde Mischung draus zu finden und werde auch das Ganze hier auf YouTube mit euch teilen. Fangen wir einfach mal an mit dem Roig Fit Control AX2. Ja, der Handschuh, den habe ich jetzt fertig getestet. Das Testvideo ist in der Pipeline. Das kommt wahrscheinlich diese Woche auch auf dem Kanal. Oder wenn nicht diese Woche, dann nächste Woche. Mit dem war ich auch mega zufrieden. Da habe ich meine ganze Vorbereitung mitgespielt. Habe ihn auch immer zum Training angehabt, um natürlich ein umfassendes Testergebnis liefern zu können. Deswegen ist er jetzt mittlerweile durchgerutscht. Dennoch habe ich hier recht guten Grip. Aber ich würde sagen, mehr zu diesem Handschuh seht ihr im Testvideo. Der hat mir richtig gut gefallen. Würde ich auf jeden Fall in die Top 5 Torwarthandschuhe aufnehmen. So, machen wir gleich mal weiter. Und da haben wir den Super Grip Reflex von Ulsport. Auch ein sehr solider Handschuh. Sieht optisch fresh aus mit dem Orange, mega auffallend. Finde ich auch manchmal richtig cool bei Torwarthandschuhen, wenn sie ein bisschen rausstechen. Hat High-Grip-Elemente an der Handschuhinnenseite. Und ja, im Großen und Ganzen war ich mit ihm auch sehr zufrieden. Einziges, was mich ein kleines bisschen stört, ist, dass hier die Grip-Fläche an den Fingern relativ gering ist. Und du hast da dazwischen, in den Fingerzwischenräumen auch nochmal eine Grip-Fläche, was jetzt bei dem Predator Pro zum Beispiel nicht gegeben ist. Da ist Stoff und da bleibst du da nicht so hängen. Hast vielleicht noch mal ein bisschen mehr Fangsicherheit. Aber trotzdem gibt es ein cooles Feature. Und zwar sind da so Multinoppen im Handschuh, Innenkörper. Das heißt, die werden dann an den Handschuh, werden dann an den Handunterarm gepresst und der Handschuh verrutscht nicht mehr. Ja, Freunde, ich finde den ganz cool. Würde ich auf jeden Fall auf eine ähnliche Stufe wie der Roig Fit Control stellen. Vielleicht noch eine kleine Nummer davor wegen den Multinoppen an der Handschuhinnenseite. Ansonsten auch mega fresh. Kommen wir gleich zum nächsten Torwarthandschuh. Dieser Handschuh würde wahrscheinlich den dritten Platz belegen, wenn er nicht den Reißverschluss hätte. Ich bin den Handschuh gerade am Testen, deswegen will ich auch nicht zu viel verraten, was da jetzt mit dem Reißverschluss so schlimm ist. Aber vom Ballgefühl, vom Passkomfort ist er auf jeden Fall auf einem hohen Niveau und setzt sich auch von diesen beiden Handschuhen ab. Deswegen würde ich den jetzt mal still und leise auf Platz 3 legen. Er ist mega in Ordnung, aber ja, es sind halt wie gesagt Unterschiede, die so gering sind. Deswegen ist es auch recht schwer, da eine klare Meinung zu treffen. Aber nichtsdestotrotz, ich mache jetzt weiter mit dem nächsten Handschuh. Und zwar habe ich hier den Nike Raper Grip 3. Mega fresh in diesem Blau, finde ich ihn richtig cool. Er hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe ihn jetzt zwar schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt, aber
Als ich ihn damals gespielt hatte, war ich mega zufrieden, vor allem mit der Haltbarkeit. Das ist mit einer der langlebigsten Torwarthandschuhe, die ich bisher hatte. Also er ist auf jeden Fall mega cool. Er hat mir vom Passkomfort jetzt nicht 100% zugesagt. Dennoch würde ich ihn direkt wieder spielen, wenn ich keinen anderen Handschuh hätte. Wahrscheinlich deswegen den Nummer 2 momentan für mich. Ich habe dazu auch ein Testvideo gemacht. Könnt ihr mal in die Videobeschreibung gucken. Ist verlinkt. Guckt euch an, ob der Handschuh vielleicht besser zu euch passt. Weil verschiedene Torhüter haben ja auch verschiedene Ansichten. Auch noch ein wichtiges Thema, und zwar wollt ihr ja immer den besten Torwarthandschuh haben. Es ist nicht immer 100% wichtig, den allerbesten Torwarthandschuh zu haben. Es ist wichtig, dass du richtig trainierst, dass du richtig fit wirst, dass du auf einem guten Punkt bist, dass Automatismen da sind, die sonst nicht da sind, wenn du nicht 100%ig fit bist. Und dann klappt vieles schon von ganz alleine und dann brauchst du gar nicht den allerbesten Torwarthandschuh, Freunde. Guter Torwart hält auch mit schlechten Torwarthandschuhen. Cool. Freunde, trainieren ist das A und O und nicht die Frage, welcher Torwarthandschuh ist der beste. Aber zum Thema Training werdet ihr auf jeden Fall auf meinem Instagram-Profil sehr viel sehen und auch in Zukunft und auch im Sommer ein richtig großes Ding erwarten, wo ihr gemeinsam mit mir trainieren könnt. Deswegen will ich jetzt erstmal nicht zu viel verraten. Ich will einfach nur sagen, bleibt dabei, verfolgt mich und dann werdet ihr auf jeden Fall richtig coole Dinge sehen, wie ihr ein besserer Torhüter werdet. Und ich nehme euch mit und versuche euch meine Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, weiterzugeben. Und ja, Freunde, jetzt kommen wir zum besten Torwarthandschuh, sage ich jetzt einfach mal, momentan auf dem Markt. Ich bin mega zufrieden damit. Vielleicht auch, weil ihn eins meiner größten Vorbilder trägt oder meiner Ansicht nach der beste Torhüter aller Zeiten trägt. Und zwar ist es der Predator Pro von Manuel Neuer. Ich habe ihn jetzt seit 4 Wochen, ziehe ich ihn zu meinen Spielen an, habe damit jetzt schon 2x0 gespielt und schon 3 Gegentore bekommen leider, aber so ist das halt manchmal. Trotzdem einer der besten Torwarthandschuhe momentan auf dem Markt, bin mega zufrieden damit. Ich habe es eben schon angesprochen, hier der Stoff zwischen den Finger Zwischenräumen gefällt mir mega gut, du bleibst nicht hängen, du bist flexibel, du hast mega starken Grip, gewohnt von Adidas. Du hast hier die Predator Zones perfekt zum Fausten und er ist wirklich mit dem Strickmaterial mega bequem, stinkt wenig und ja, Freunde, vielleicht der beste Torwarthandschuh auf dem Markt. Ich will mich da nicht 100%ig festlegen, denn wie gesagt, das sind alles sehr gute Torwarthandschuhe, sehr solide Torwarthandschuhe. Die könnte ich alle empfehlen. Es kommt, wie gesagt, auch auf die verschiedenen Ansichten eines Torwarts an, was er wichtig hält an einem Torwarthandschuh. So, machen wir trotzdem mal noch weiter mit 2 Handschuhen, die ich auch auf diesem Niveau sehe, die ich leider noch nicht testen konnte, weil ich, ihr seht, ich habe hier eine volle Palette liegen. Er ist getestet, der wird gerade getestet. Die beide habe ich schon getestet. Ich denke, den hier teste ich als nächstes. Und dann kommen auch schon die 2 an den Start, Freunde. Hier haben wir einmal den Reusch Pure Contact. Mega, mega interessanter Handschuh. Vor allem hat er auch High Grip Elemente, und zwar 2 unterschiedliche. Einmal blau, einmal schwarz. Und wenn du den Handschuh frisch aus der Verpackung auspackst, dann hörst du einfach Geräusche, wie wenn du Klettverschluss aufmachst. Mittlerweile ist das wieder ein bisschen abgeflacht. Ich denke, wenn du damit spielst und machst ihn wieder ein bisschen feucht, dann ist es wieder vorhanden. Hast dennoch ein recht gutes Ballgefühl. Recht guter, also ist ähnlich vom Schnitt her wie der hier, wenn man mal guckt. Die holen sich da nicht viel. Vielleicht hast du damit noch ein bisschen mehr Grip. Weiß ich noch nicht so 100%ig. Und hier kommen wir zu dem neuesten Baby von Keeper Sport. Und zwar ist es der Varan 6. Den habe ich jetzt seit einer Woche zu Hause. Der ist auch erst vor einer Woche rausgekommen. Das ist auch ein Sample. Den Handschuh habe ich schon vor Veröffentlichung bekommen. Das heißt, ich habe einer der ersten Torwarthandschuhe von dem Varan 6 gehabt. Da bin ich auch mega stolz drauf, dass ich mittlerweile so einen Status habe, dass ich die Handschuhe schon vor Veröffentlichung bekomme. Richtig fresh. Und ja, Freunde, der Handschuh macht einen super geilen Eindruck. Grip ähnlich wie beim Predator Pro, wenn man drüber streicht. Ist vielleicht ein kleines bisschen weicher. Hat jetzt nicht unbedingt was Schlechteres zu bedeuten. Und auch hier ist hier wieder ein bisschen Stoff in der Handschuh-Innenfläche, an den Fingerinnenflächen meine ich. Und im Großen und Ganzen bin ich auch mega gespannt, wie der Handschuh sich in meinen Tests
schlagen wird. Und nicht zu vergessen, da gibt es auch noch einen Torwart-Handschuhhersteller namens Titan. Den habe ich jetzt leider nicht am Start. Ich bin in Kontakt mit denen. Aber ihr seht, ich komme hier schon nicht nach mit Testen, Bilder machen, alles Mögliche. Deswegen erstmal muss ich das ganze Ding ruhen lassen. Und dann werde ich mir auch die Handschuhe von Titan reinziehen. Wenn euch das Video einen kleinen Mehrwert über Torwart-Handschuhe gegeben hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr die Glocke aktiviert. Bereits diese Woche wird ein neues Torwart-Video am Start sein, Freunde. Dieses Mal gehen wir in meine persönlich stärkste Disziplin. Das ist nicht das auf der Linie, Freunde. Nein, das ist das 1 gegen 1. Und dazu habe ich euch wieder 5 Übungen zusammengepackt. Und das werden wir, wie gesagt, diese Woche gemeinsam trainieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns schon bald wieder. Deswegen, macht's gut, bleibt sportlich. Euer Jan, der Nummer 1 Goalkeeper.